Wunderschönen guten Tag, Freunde des Eisensports und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich mal wieder ein bisschen reden und zwar unter dem letzten Video von Tetzel. Mache ich mal hier oben mit in die Infobox. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da haben wir ja Bankdrücken gemacht und das eine Kommentar war dann halt, aber 2011 hat einer auf der und der DM 272,5 Kilo gemacht. Yep, das ist korrekt. Und das hat mich aber auf ein Thema gebracht, was ich ganz interessant finde, nämlich die Vergleichbarkeit von Bankdrückern, Powerliftern, Strongmen und von mir aus auch anderen Kraftsportlern, wobei Gewichtheber und so weiter lasse ich da eher raus, weil die gar nichts eigentlich mit zum Beispiel Bankdrücken am Hut haben. Deswegen wäre das eher sinnfrei, die da mit reinzunehmen. Aber ist aber Bankdrücker, Powerlifter halt aus dem Sinn der Sache heraus und auch Strongmen entdecken ja immer mehr das Bankdrücken jetzt langsam wieder für sich, was ja auch gut ist. Und deswegen wird da halt häufig miteinander verglichen, was man schwer miteinander vergleichen kann, was die Leistung angeht. Das liegt halt zum einen daran, wenn ich jetzt zum Beispiel ein reiner Bankdrücker bin und ich meinen Fokus wirklich komplett auf das Bankdrücken auslege und zum Beispiel Beine, Rücken wirklich nur sporadisch nebenher trainiere, um es halt mit zu kräftigen, aber das halt kein Hauptaugenmerk des Trainings ist, habe ich ja schon mal eine ganz andere Grundlage als zum Beispiel ein Powerlifter, der ja schon das Ganze auf drei Disziplinen verteilen muss und quasi nur zu 33%, sage ich jetzt mal, das wäre jetzt so der Durchschnittsfall, 33% Aufmerksamkeit auf die einzelnen Lifts legt und die jeweiligen Assistenzsachen, weil er möchte sich an allen drei Lifts verbessern. Und bei den Strongmen ist es ja nochmal eine ganz andere Geschichte, weil Strongmen sind ja, wenn man das jetzt zum Beispiel mit den drei Kämpfern und meiner Analogie aus der Leichtathletik zieht, das sind ja dann quasi die 10 und 20 Kämpfer, sage ich mal, des Kraftsports. Die müssen sich auf so viel Übung, ich meine, die haben zwar auch eine Grundkraft, die basiert ähnlich wie bei den Kraft-3-Kämpfern auf Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, aber es kommt halt noch viel mehr Disziplintraining dazu, und Techniksachen und so weiter und auch Laufen, Dynamik, den ganzen Brimborium, weshalb dann der Fokus auf die Grundübungen doch wieder nach unten rutscht. Ich sag mal, um es jetzt von mir zu sagen, ich mache so ungefähr 50% habe ich die Grundübungen im Kopf, vielleicht 60% und den Rest auf die Disziplin. Manche Sachen sind ähnlich, wie zum Beispiel das Hexbar, Kreuzheben, macht dann ja trotzdem auch in den Grundübungen ein bisschen stärker, aber ist halt mehr so Richtung Autokreuzheben und solche Sachen. Ne, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das ist jetzt prozentual halt schwer zu sagen, oder wie das Verhältnis tatsächlich ist. Aber deswegen ist es halt immer schwierig, diese Leistungen miteinander zu vergleichen. Gerade wenn das auch noch das Körpergewicht mit thematisiert wird. Es ist natürlich klar, dass ein Bankdrücker, der wirklich sich hauptsächlich, also nur aufs Bankdrücken spezialisiert und möglicherweise Beine und sowas wirklich nur nebenbei so ein bisschen Basics macht, natürlich eine ganz andere Masseverteilung im Körper hat. Ja? Also wenn er das wirklich auf die Spitze treibt, dieses Disco-Pumper-Modell. Ja? Ich meine, viele Bankdrücker nehmen es doch ein bisschen ernster, das Beindringen, aber es ist halt nicht so wichtig. Und deswegen kann man halt als Bankdrücker, es ist einfacher, in eine leichtere Gewichtsklasse reinzukommen, als zum Beispiel als Powerlifter, weil ein Powerlifter halt Beine, Rücken und Bank, also Brust, richtig stark trainiert und dementsprechend dort auch überall Masse aufbaut. Ein Bankdrücker wird das hauptsächlich im Schulter-, Rücken-, Brust-, Armbereich und könnte, was manche auch wirklich tun, die Beine mehr oder weniger vernachlässigen. Also wie gesagt, Modell Disco-Pumper. Deswegen ist es natürlich auch leichter zu sagen, wenn jetzt, der hat nur 110 Kilo gewogen. Ja, aber wenn er zum Beispiel ein richtiger Dreikampfer wäre, würde er wahrscheinlich 130 bis 140 Kilo wiegen, sage ich mal. Das ist jetzt nur eine Anmerkung dazu. Wie gesagt, man muss sich jetzt nicht auf diesen 1 oder 2 Kilo oder 10 Kilo rumreiten. Es geht halt nur darum, damit man sieht, wohin der Trend dann bei der ganzen Geschichte geht. Und bei den Strongmen ist es ja nochmal eine andere Geschichte. Die haben ja noch eine ganz andere Ausprägung auf diesen ganzen Kram, sind ja häufig noch schwerer, weil halt auch die Masse bei manchen Dingen einfach von Vorteil ist. Schwackpull und auch beim Yoke mit dem Tragen und so weiter, da sage ich mal, ist es auch
wäre eher vom Vorteil, wenn man ein bisschen schwerer ist und stämmiger, dass man sich unter die schwere Last runterhauen kann und so weiter. Von daher ist es halt immer schwierig zu sagen, wenn die Leute sagen, ja, aber der hat. Ja, hat er, das stimmt. Aber wenn das ein Bankdrücker ist und das ein reiner Bankdrück-Wettkampf ist, was ja auch nochmal einen Unterschied macht, kann man das halt nicht mit einem Kraft-3-Kämpfer vergleichen und schon gar nicht mit einem Strongman. So, das ist halt nicht machbar, weil der Fokus, was das Training angeht, völlig anders ist. Ich kann ja auch keinen 10-Kämpfer in der Leichtathletik mit einem Stabhochspringer vergleichen. Natürlich wird der 10-Kämpfer nicht so hoch springen wie einer, der sich auf Stabhochsprung spezialisiert. Dafür kann der aber schneller sprinten und laufen. Höchstwahrscheinlich, wie gesagt, Ausnahme steht die Regel, aber ich meine, ne, das geht ja nur darum, das zu verdeutlichen, dass wenn jemand mehrere Disziplinen trainiert, dass halt der Fokus halt auch sich eher verteilt. Und dazu kommt halt noch, was ich gerade schon angesprochen habe, wenn es ein reiner Bankdrückwettkampf war oder ob es ein Dreikampf war, das ist halt auch nochmal ein großer Unterschied. Und weil die Kraft-3-Kämpfer selber wissen es, die Bankdrücker werden es auch wissen, hoffe ich zumindest, dass die meisten das wissen. Aber die Leute, die halt nicht so im Wettkampfsport involviert sind und sich das nur mal angucken und so weiter, wissen es halt häufig nicht, dass das einen gravierenden Unterschied macht, ob man vorher eine Kniebeuge absolviert hat mit drei schweren Versuchen oder ob man direkt taufrisch aufgewärmt ins Bankdrücken reingeht und vorher nichts gemacht hat. Denn, ich sag mal, um jetzt mit meinen Zahlen zu sprechen, ich habe 325 Kilo Kniebeuge gemacht. Das heißt, mein Körper hat schon mal eine schwere Belastung hinter sich gehabt, was das ZNS belastet, vor allem auch den Schultergürtel und so weiter, weil die Last liegt auf den Schultern. Gerade in meinem Fall ist es auch noch so, dass ich sehr breit greifen muss, durch eingeschränkte Schultermobilität, muss ich die Arbeit auch dementsprechend drehen. Das heißt, es ist alles schon in einer starken Vorbelastung. Und dann halt noch schwer zu drücken, kostet einen ein paar Kilo. Ich kann das aber halbwegs gut kompensieren. Trotzdem sage ich mal, wenn ich mich nur Bankdrücken darauf vorbereiten würde und so weiter, würde ich auch mehr drücken. Aber wie gesagt, ich habe mich halt jetzt dazu entschieden, Strongman-Powerlifter zu sein. Das Bankdrücken ist immer noch ein Teil davon. Ich mache es immer noch sehr gerne und habe da auch noch den Fokus drauf, vor allem, weil ich auch noch ein Ziel habe. Aber es ist halt nur noch ein Teil von sehr, sehr vielen mittlerweile. Ich habe das selber gemerkt, was allein dieses Disziplintraining beim Strongman alles bedeutet. Deswegen, wenn ihr mal solche Sachen vergleicht, guckt erstens, war es ein reiner Bankdrückwettkampf oder war es ein KDK? Das ist schon mal Punkt 1. Der Punkt 2 ist, ist der Athlet ein reiner Bankdrücker oder ist er ein Powerlifter oder ist er ein Strongman? Das macht, ist auch schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und wollte ich halt nur mal so angemerkt haben. Natürlich sind die Leistungen brachial. Ich meine, wenn einer mit 110 Kilo Körpergewicht 272,5 Kilo drückt, dann ist das mega. Das ist trotzdem ganz weit da oben, muss man einfach so sagen. Und ich will das auch in keinster Weise schmälern. Ich wollte halt nur mal aufklären, dass man da halt trotzdem gucken muss, wie man etwas miteinander vergleicht. Weil das wird häufig heutzutage alles in einen Topf geschmissen. Ja, ihr seid ja alles Kraftsportler. Ja, warum bist du mit 160 Kilo denn schwächer als einer mit 110 Kilo? Oder warum bist du mit 130 Kilo denn gar nicht stärker als einer mit 120 Kilo? Oder solche Sachen. Nur mal so, damit ihr das mal ein bisschen vergleichen könnt. Das ist auch kein Diss oder böse gemeint. Ich respektiere jede Leistung. Aber ich persönlich zum Beispiel halte Bankdrücken innerhalb eines Kraft-3-Kampfs für, das ist dann die Königsklasse. Also ich würde das auch immer höher werten. Also wenn einer in einem Dreikampf 270 drückt und dann im Single-Wettkampf 270 drückt, ist für mich die Dreikampfleistung immer die bessere Leistung. Weil es ist einfach eine ganz andere Geschichte. Deswegen werden auch häufig Rekorde, wenn ich zum Beispiel im Bankdrücken einen Single-Lift-Rekord aufstelle, in einem Einzelwettkampf, dann zählt er nur für den Single-Lift-Bereich. Wenn ich jetzt aber in einem Dreikampf zum Beispiel diesen Bankdrück-Rekord drücke, dann zählt er für den Dreikampf und für den Single-Lift-Bereich. Nämlich genau aus dem Grund, weil es im Dreikampf immer schwieriger ist, auf der Bank eine bessere Leistung zu erzielen, als im Single-Lift. So. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Wenn ihr noch Fragen habt und so weiter, dafür gibt es die Kommentarfunktion. Also scheut euch nicht, schreibt rein. Ich würde mich da sehr darüber freuen. Ich finde das immer gut, wenn man auch mal so ein bisschen, nicht nur Feedback, auch vielleicht eine Diskussion hinterher bekommt oder andere Meinungen dazu sieht oder hört. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten würde es mich natürlich auch freuen, wenn ihr mal in der Videobeschreibung vorbeischaut und mich gegebenenfalls unterstützt beim weiter stark werden. Ne, und mit meinem Code Brocken10 bei God's Rage einkauft. Ich würde mich da sehr darüber freuen.
Ansonsten kann ich halt nur sagen, weiterhin viel Spaß beim Sport. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Rock'n'Roll.